Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ist ja schon eine Weile her, dass hier mal was kam. Das tut mir auch echt leid und das ist keine böse Absicht, sondern einfach, ich habe keine Zeit. Deswegen gibt es heute mal ein kleines Update. Wird auch, glaube ich, nur ein recht kurzes Video, aber da ein paar neue Abonnenten auch noch dazu gekommen sind, möchte ich einfach auch mal Hallo sagen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Und es wird hier auch wieder ein bisschen regelmäßiger Videos kommen, wenn ich die Zeit finde. Also macht euch da keine Sorgen. Ich habe richtig coole Ideen und coole Pläne. Und im Moment bin ich auf so einer Art Workcation, würde man neudeutsch sagen. Also bisschen arbeiten, bisschen Urlaub. Und das mache ich an der Schlei hier. Hier bin ich aufgewachsen. Einfach herrlich, morgens hier diese Stimmung zu genießen. Ja, bisschen im Wasser, ne? Stehen, einfach rumstehen. Das ist schon schön, ein bisschen Paddleboard fahren. Und das habe ich auch gestern Abend gemacht. Und zwar war ich dann bei meinem Papa, der wohnt hier ein bisschen weiter die Schlei runter Richtung Ostsee. Ja, dann bin ich bei ihm losgefahren und wollte noch nach Marsholm, nettes Fischerörtchen. Das ist so ein enges Wohngebiet, in dem er wohnt. Und da ist die Kacke dann passiert. Und zwar, ich gehe hier mal rückwärts, weil dann haben wir das beste Licht. Also da bin ich losgefahren. Ich versuche das einfach mal jetzt hier zusammenzufassen. Bin immer noch ein bisschen genervt von der ganzen... Ja, egal. Also ich bin losgefahren. Kleine Siedlung, bisschen engere Straßen und so. Überall stehen Autos rechts, links. Um die Kurve, dann geht es auf so eine T-Kreuzung zu. Und dann kam von links, ich versuche einfach mal, ich habe gestern noch so eine kleine Aufnahme mit dem Handy gemacht, wie das da aussieht. Versuche das mal überzublenden. Also von links kam ein Fahrschulauto, hat mir so leicht die Vorfahrt genommen. Also nicht wirklich, weil noch abgebremst und ich hatte auch genug Platz. Aber dann standen irgendwie beide Autos. Es war halt sehr eng. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, stand auch noch ein Auto. Also gegenüber von der T-Kreuzung sozusagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das zulässig ist. Eigentlich ist da ja Parkverbot vielleicht, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es sehr eng, bin ich so um die Ecke rum und habe die Kurve leider ein bisschen zu eng genommen und habe nur ein Ratschen gehört, war müde irgendwie, bisschen abgelenkt, weil ich auch noch mit der Person auf dem Beifahrersitz gequatscht habe und irgendwie nicht ganz beisammen. Keine Ahnung. Und dann ist passiert, sieht richtig scheiße aus. Guckt euch das mal an. Hier sieht man es schon, hier geht's los und dann einmal hier ordentlich eingedrückt, Riesenratscher, dann hier auch nochmal ein paar Ratscher, Lack ab, ja, und das ist aber nur ein Teil des Ausmaßes, denn es geht hier noch weiter. Da dürfen wir nochmal ein bisschen nach vorne wandern und zwar hier, also guckt euch das an. Auch da ordentlich eingedrückt. Dann hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das wieder rausgedengelt kriegt. Ich meine, ich wollte im Herbst sowieso so ein bisschen Marost entfernen und den ganzen Bums. Also habe ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich will das eigentlich auch nicht so ganz unbehandelt lassen. Ja, hier ist ja so salzige Seeluft. Und da dachte ich, ist Rostschutz vielleicht ganz gut. Deswegen werde ich da, glaube ich, einfach mal so ein bisschen Lack drauf sprühen. Und ich würde sagen, da sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und es geht weiter. Ich bin hier in der Werkstatt und habe mir ein bisschen was zusammen improvisiert. Was habe ich hier? Ich habe ein bisschen Schleifpapier. Das ist einmal 150er, glaube ich, oder sowas. Und 240er. Das heißt, damit werde ich das ein bisschen anschleifen. Einfach keine Ahnung, was das bringt. Ihr könnt gerne alles, was ich falsch mache oder vielleicht auch richtig mache, in die Kommentare schreiben. Und ja, auch gerne, wenn ihr Tipps habt, wie ich das, wenn ich das dann mal richtig angehe, wenn mit mehr Zeit, wie ich das am besten mache. Also schreibt das gerne in die Kommentare. Was habe ich noch? Ein bisschen Kreppband zum Abkleben hier und dann habe ich tatsächlich Lackspray von Mipa. Benutze ich auch so immer ganz gerne, Mipa. Und das wurde mal zusammengemischt für ein Peugeot. Also ist weiß, aber Peugeot-weiß und der sollte lackiert werden, die Stoßstange. Aber dazu ist es nie gekommen. Glück für mich, jetzt habe ich hier so ein bisschen Lack, mit dem ich mein Fauxpas von gestern ausbessern kann. Ich würde sagen, ich mache mich an die Arbeit und dann drücken wir die Daumen oder lasst einfach einen Daumen nach oben da unter dem Video, dass das auch gut wird. We'll be right back.
Ich habe das Ganze jetzt mal angeschliffen, 150er, 240er und schon mal ein bisschen sauber gemacht. Jetzt werde ich das alles entfetten mit Brennspiritus. Dann klebe ich es ab und dann wird lackiert. Mal sehen, was das wird, ey. Ich habe jetzt alles großflächig hier abgeschliffen. Hier habe ich so abgeklebt. Das wird so der Bereich sein, wo ich sprühen werde. Jetzt wird entfettet mit Brennspiritus. Was anderes habe ich nicht. Muss jetzt herhalten. Ich habe auch keine Grundierung, keinen Rostumwandler, gar nichts. Und vor allem habe ich keine Zeit. Deswegen muss das alles ganz, ganz schnell gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also jetzt werde ich es einmal entfetten, wie gesagt. Dann nochmal neu abkleben und dann wird lackiert. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ich bin gespannt, was das wird. So Leute, fertig abgeklebt. Sieht auch ganz ordentlich aus, ne? Hier auch am Radhaus. Na, wo ist das denn? Na da, hier, ne? Auch ein bisschen was drüber gelegt. Mutti hat Kaffee gemacht. Jetzt kann lackiert werden. So, ich bin soweit erstmal fertig. Sieht ganz gut aus. Ich meine, man sieht halt schon noch diese Delle da, ne? Oder das langgezogene hier. Ein paar Staubeinschlüsse, aber nur kleine. Ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde, hat es jetzt getrocknet. Ich würde sagen, ich mache mal das Klebeband ab und ja, dann geht es für mich schon fast weiter. Ich muss noch Sachen packen und dann geht es Richtung Hamburg. Aber jetzt erstmal Klebeband ab. Der Farbtonunterschied ist schon doch ziemlich deutlich. Ich weiß nicht, ob man es auf Kamera sieht. Ich glaube, vielleicht hier vorne bei so einem Übergang. Ja gut, hier sieht man es ganz gut, ne? Ich denke, es erfüllt seinen Zweck und wird die Karre erstmal schützen vor weiterem Rost. Ich habe im Herbst sowieso vor, da noch mehr dran zu machen, ne? Hier, ich meine, ihr kennt es ja vielleicht schon, hier diese kleinen Roststellen und so. Da muss ich eh ran und ja, das wird dann ein tolles Projekt, wo ich euch natürlich auch wieder mitnehmen werde. Und deswegen empfehle ich euch jetzt auch, den Kanal zu abonnieren. Von mir war es das mal wieder. Hier, ne? At Johannes Nickel, auf jeden Fall abonnieren. Von mir war es das erstmal. Ich gehe jetzt eine Woche segeln. Da freue ich mich so schon seit letztem Jahr drauf. Da hat es nicht geklappt. Da hatte ich eine Blinddarm-OP. Da habe ich auch ein Video gemacht. Verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Könnt ihr mal reinschauen. Jetzt klappt es wieder dieses Jahr. Also, solange alles gut geht. Das war ja nur ein kleines Malheur, das wird mich nicht aufhalten. Vielleicht filme ich auch beim Segeln ein bisschen. Mal schauen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund, passt auf eure Autos auf, fahrt nirgendwo gegen. Ah, übrigens, ich habe noch was Kleines. Hier ist mir hinten einer reingefahren. Kein Lackabplatzer oder so, aber ein bisschen rote Farbe und kleine Beule und so ein paar kleine Risse. Aber ich denke, das geht noch. Ja, läuft gerade nicht so irgendwie. Aber wird schon wieder. Also dranbleiben, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao!